So, hallo, ich will wieder mal ein Video machen. So, jetzt will ich das Wohnzimmer, hier wird das Wohnzimmerbereich sein und dann soll ich loslegen oder nicht? Die entscheiden, aber ich will loslegen. So, guck mal hier, hier ist so eine, das kann man hier so reinschieben, aber das geht so ein bisschen schwierig, weil das ja gerade neu ist. So, da kann ich ja dieses Auto oder so reintun, aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal nicht reintun. Ich glaube, da gehört erstmal nichts rein. Das stelle ich hier. In der Küche hier. So, hier habe ich einen Fernseher, da habe ich gerade Fußball. Cool, ne? Aber der hat bei denen ein Tor geschossen. Keine Ahnung, was das für eine Mannschaft ist. Das da gehört, glaube ich. Gucken wir mal ganz kurz nochmal. Hier sind noch so kleine Ritzen. Ich glaube, das sind so Kassetten. Also, das sind so Kassetten. Ups, schon. So gehören die so rein. Da kann man auch mal Musik laufen lassen oder so. Kommt wieder der Fernseher drauf. Da habe ich ein riesen Sofa. Guck mal. Sogar noch mal so ein bisschen rund. Hier und Batterien. Dann tue ich mal ganz schnell rein. So, fertig. Jetzt sind Batterien drin. Ich glaube, hier ist. Wow! Hä, lila? Jetzt wird es langsam ein bisschen rosaner. Cool, die kann leuchten. Stellen wir hier. Kann man gut zum Fernseher gucken. Hier. Kommt, glaube ich, in diesem Regal hier rein. Der Ordner. Ich glaube, ich finde das Regal. Ich mache hier in diesen Ordner. Hier ist so eine Videokamera. Ich glaube, die gehört jemandem. Kommt bestimmt gleich. Noch. Hier sind die Kopfhörer, damit man auch was hören kann. Was sage ich da? Kopfhörer? Jetzt zeigen wir mal die Menschen, die dazu gehören. Das ist der Junge hier und der Mann hier. Die beiden. Der filmt gerade auch ein Video. Der will nämlich mit seinem Auto ein Video filmen. Und der Vater von denen, der filmt mit seiner Kamera. Kann man den noch ein bisschen festhalten. Der filmt. Der hat die Fernsteuerung hier so in der Hand. Kann ich nur noch nach links und nach rechts und nach unten und nach oben drücken. Also rückwärts und vorwärts heißt es bestimmt. So geht das. Dann musst du da schön drauf gucken. Der steht hier. Und hier ist das Auto. Ja, so sieht das dann eigentlich aus. Ich will jetzt das Badezimmer hier oben machen. Da hatte ich ja eigentlich schon was in der Hand. Das ist nämlich dieses Regal hier. Seht ihr das? Ein ganz normales Regal, so wie beim Kinderzimmer. Genau das gleiche. Da stelle ich aber jetzt was rein. Oder? Nein, noch nicht. Hier habe ich einfach schon ein Waschbecken gefunden. Sie hat mit ganz schönen silbernen Spiegeln. Das Regal würde ich hier so hinlegen. Das finde ich am schönsten immer. Den Waschbecken stelle ich dahin. Sieht ja eigentlich ganz schick aus. So, vielleicht finde ich ja noch etwas von davon. Super, ich habe noch was gefunden. Ist aber auch richtig gut. Ich habe hier nämlich zwei Schubladen gefunden. Irgendwie beim Kinderzimmer. Zwei Schubladen. Und ich habe hier noch so eine kleine und noch mal so eine kleine. Hier habe ich einen Föhn. Ganz normaler Föhn. Den stelle ich hier rein. Und hier stelle ich den hin. Und dann habe ich hier ein Badelatschen gefunden. Und noch ein Badelatschen. Vielleicht finde ich ja auch schon den perfekten Mann dafür. Ach so, der hier. Der für der Pusa. So. Dann stelle ich den mal jetzt. Dann ist er ja gerade von der Dusche gekommen. Kann ja sein. Ne, Leute?
Ja, stimmt, der kann gerade aus der Dusche gekommen. Ich kann das denn so überall. Ja, so ein kleiner Rock habe ich gefunden. Aber es gibt doch echt so Handtücher. So, dann machen wir das hier nur. Ups, der Badelatschen ist runtergefallen. Was ist denn jetzt? Hier ist der Badelatschen. So. So sieht der Mann dann eventuell aus, wenn ich den Rock noch ein bisschen hochziehe. Kommt der gerade aus der Dusche. Will gerade irgendwas machen. Und das da stelle ich hier hin. Ich weiß schon, was ich in diese Schublade rein tue, die ganzen Kämme. Ja, stimmt, die ganzen Kämme, da habe ich das nicht gleich gesagt. Die ganzen Kämme sind auch gut. Kämme? Ich kapiere gerade auch nicht, was Kämme sind. Was ist ein Kamm? Kämme, Kamme, Kumme. Ganz einfach. Ein Kamm. Zweite Kamm. Dritte Kamm. So voll. Davon habe ich zwei Stück von denen hier. So, und da ist noch so ein kleiner blauer. Komm, seht ihr den? Der ist da ganz vorne. Die tue ich in die Mädels. So, hier kommt jetzt Zahnpasta und Shampoo so ein bisschen rein. Irgend so gemischte Sachen. Das ist nicht so ganz normal. Erstmal mache ich den Zahnbürsten. Hier eine in einem Becher drin. Wie die in dein Becher reingetan habe. Ah, hier habe ich auch schon Shampoo. Bestimmt ist das hier die Riesendusche. Hier. So eine Riesendusche. Kann ich abmachen. Es kommt Knöpfe, bestimmt ist das oben und das unten. Ja, hier hinten kann man das nochmal sehen. Hier kann man Handtücher aufhängen. Ganz einfach. Den stelle ich mal hier hin. Super. Das Shampoo kann ich da jetzt hinstellen. Also hier ist noch so eine Wiege. Die stelle ich natürlich in den großen Bereich hier. Dieses Teil muss ich noch irgendwie loswerden. Ah, ich habe hier noch was Interessantes gefunden. Was richtig Interessantes. Guck. So ein Teil stelle ich mal hier. So, hier an die Aussicht. So, dann lege ich jetzt mal weiter. Bei ganz hinten ist was neben dem Tisch. Hier habe ich nämlich so kleine Shampoos gefunden. Da eine Schublade. Und da ist noch eine Schublade frei. So, da stelle ich mal dieses Shampoo hier rein. Weil nur ich finde nämlich die Zahnpasta. Dumm ist das denn? Aber wollte mal was sehen. Ich habe was richtig Cooles. Ich habe nämlich auch noch da in diesem Haus einen Briefkasten. Da kann man sowas Echtes reintun. Hier hänge ich aber erstmal die Handtücher auf. Hört ihr? Ich sehe meine Mama hat so. Wonach? Voll witzig. So. Wobei hier beim Waschen. Hier. Kann man auch noch was aufhängen. Wusste ich gar nicht. Wusste ich noch. So. Jetzt hat man natürlich auch Spaß. Da auf der Hand kann man natürlich auch noch was aufhängen. Muss ich auch noch ein Handtuch für die Männer hin. Super. Ups. Ist hier was rausgeflößt? Na toll. Diese Frau. Hier, die hier. Habe ich auch gesucht. Die gehört da auch noch zu. Die stellen wir erstmal mal hier rein. Und hat das da zum Beispiel in der Hand und will gerade ihren Kopf abduschen. Zum Beispiel so. Ah! Hat aber irgendwie nicht so gut. Und da unten kann auch noch. Oder die duscht halt ihren Körper ab. Das muss noch gerade stehen. Ne? So, jetzt habe ich ja eine Toilette gefunden. Eine Toilette. So. Wir machen hier gerade irgendwo hingehen. Da stelle ich mal hier hin. Wir haben nur eine Zahnbürste. Ja, sollen wir weitermachen? Ich habe hier so eine Tür vom Bad, oder?
Ich sehe nichts mehr. So, dann ist das Badezimmer hier fertig. Kann ich euch gerne nochmal von der Nähe anzeigen. So könnt ihr hier noch den Hund, der sich da verkrochen hat, sehen. Da ist dieser Mann. Eine Zahnbürste, diese Frau, die da drin. Liegt zwei Shampoos. Habt ihr alles so gut gesehen? Da hinten steht noch das. Ich will euch mal den Garten ganz kurz zeigen. Sieht ja so, sieht mein ganzes Zimmer aus. Cool, ne? Wenn man so ein Zimmer hat. Hier, den muss ich noch einräumen. Die haben sogar einen Balkon hier. Davon gibt es noch eine dritte Etage. So sieht der Balkon aus. Hier sind ja noch so zwei Türen. Kann man doch schön aufmachen. Sieht aus wie 4 und eine 1. Habe ich draufgeklebt. Könnt ihr gerne nochmal hier gucken. Ich muss noch den Garten machen. Dann tschüss!